Freunde, was geht ab? Heute sind wir im Fritz-Walter-Stadion. Ich bin gespannt. Eigentlich immer eine geile Atmosphäre in dem Stadion. Heute Kaiserslautern gegen Greuther Fürth. Ich bin gespannt auf beide Teams, wie sie abliefern werden. Geiles Stadion, geile Stimmung und geile Fans. Also ich bin gespannt. Heute erwartet euch echt ein geiles Video mit Ansage. Freunde, viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, angekommen in Kaiserslautern. Lange Strecke hinter mir, 240 Kilometer, 2,5 Stunden Fahrt. Ich bin schon ein bisschen K.O., muss ich sagen. Ich bin gestern um 2 Uhr angekommen vom Mainz-Spiel. Und ja, 9 Uhr aufgewacht, 7 Stunden Schlaf. 10 Uhr losgefahren. Jetzt bin ich hier, 13 Uhr, 13:30 Uhr geht das Spiel los. Ja, wir laufen mal ins Stadion. So, Freunde, man sieht schon das Stadion, Fritz-Walter Stadion. Wir sind gleich da, endlich. So, Freunde, wir sind endlich da. Schaut euch an. Ja, steht einfach kurz mal 1:0 für Kaiserslautern. Wahnsinn. Also die haben echt schnell Gas gegeben, Druck gemacht. Direkt das erste Tor geschossen. Die erste Halbzeit haben wir hinter uns. Ich muss sagen, Greuther Fürth hat schon eine rote Karte. Spielt mit 10 Mann seit ungefähr der 30. Minute, kurz nach dem ersten Tor. Ja, Kaiserslautern 1:0 vorne, meiner Meinung nach verdient. Die spielen echt gut, vor allem jetzt nach der roten Karte gegen 10 Mann. Da können sie jetzt auch nicht mehr arg viel ausrichten. Ja, 1:0 Lautern. Ich glaube, es wird noch 2:3:0 enden. Wir werden sehen. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Freunde, einfach 1:1, Lautern führt. Wer hätte gedacht, dass sie noch zurückkommen? Ja! Tor für den FC Kaiser!
Freunde, Spiel ist durch. Bis gleich zum Outro. Freunde, das Spiel ist zu Ende. Ich hab's euch gesagt, es wird ein krasses Spiel. Und es war ein verdammt geiles Spiel. Muss man einfach sagen. Lautern geht 1-0 in Führung, gibt schön Gas. Plötzlich führt, kriegt eine rote Karte. Ich denke mir, okay, alles klar. Lautern macht's klar mit 2-3, wenn nicht sogar 4-0. Plötzlich kommt Fürth zurück mit 1-1. Also, das war überraschend. Sage ich euch ehrlich. Da hat Lautern ein bisschen nachgelassen. Aber danach, man hat halt gemerkt, dass 11 gegen 10 spielt. Und Lautern hat einfach Gas gegeben. 2 Tore nochmal geschossen. Und das 3-2 ist völlig verdient. Ich kann es Fürth nicht übel nehmen. Die haben zu 10 gespielt. Kann man nichts sagen. Lautern verdient gewonnen. Glückwunsch an Lautern. Schade an Fürth. Ja, war ein geiles Spiel. Geile Atmosphäre. Ich feiere dieses Stadion mit ihren Fans. Einfach geile Atmosphäre. Ich liebe es, hierher zu kommen. Dieses Stadion mit diesen Fans hat einfach Bundesliga-Niveau. Muss man einfach sagen. Ihr gehört in die Bundesliga. Und ich hoffe, ihr schafft den Aufstieg. Und versucht, beziehungsweise ich hoffe, ihr schafft den Aufstieg. Und ja, bleibt auch in der Bundesliga, weil ihr gehört in die Bundesliga. Fertig. So. Also, 2 geile Vereine haben wir gesehen. Ein geiles Spiel. Das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Am Ende kommen noch die Bilder. Macht's gut. Ciao.